Seid gegrüßt, ihr Kochenthusiasten, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Na, mögt ihr auch Karamell? Dann zeige ich dir heute eine Alternative zu den normalen Karamellbonbons. Und zwar machen wir einen Brotaufstrich zusammen. Ich würde sagen, wir schnacken gar nicht lange und legen direkt los. Wir brauchen folgende Zutaten dafür. Und zwar nehme ich ein bisschen Rahm, dann ein wenig Orangenschale und vielleicht noch ein wenig Saft, um das Ganze geschmacklich interessanter zu gestalten. Dann geben wir noch ein wenig Tonkabohne mit rein, um es abzurunden. Und was tatsächlich nicht fehlen darf, sind Karamellbonbons. Ich würde sagen, wir legen direkt los. Um zu starten, geben wir jetzt den Rahm in die Pfanne und machen ihn heiß, damit wir die Karamellbonbons besser einrühren können. Und wir geben natürlich schon ein wenig Aroma mit rein, indem wir ein wenig Tonkabohne mit reingeben. Seid bei Tonkabohne immer vorsichtig. Es hat einen extrem starken Eigengeschmack. Wenn ihr das nicht mögt, lasst es auch bitte besser ein wenig weg. Dann kommt noch ein wenig Orangenschale mit dazu. Das sollte reichen. Dann kochen wir es hinten kurz auf. In der Zeit, in der wir kurz warten, bis es warm ist, packen wir diese Dinger kurz aus. Wenn ihr diese kauft, also diese Karamellbonbons, achtet darauf, dass ihr die extra weichen nehmt, weil wenn ihr die harten nehmt, könnte es sein, dass ihr mehr Rahm braucht, um das Ganze dann schön streichfest zu kriegen. So, nachdem, dass das Ganze jetzt schön heiß ist, müssen wir es kurz sieben, weil wir ja die Orangenschale mit dazu gegeben haben, damit wir nachher nicht ungewollte Stückchen mit drin haben. So, lassen wir das ganz kurz abtropfen. Habe ich die Pfanne einfach einmal ganz kurz ausgewaschen. Dann kommt der heiße Rahm wieder zurück in die Pfanne. Und dann rühren wir diese Karamellstückchen mit rein. Probieren es am Schluss und dann entscheiden wir, ob wir noch ein bisschen mehr Aromaten mit dazu geben müssen oder nicht. Nun wechseln wir kurz die Ansicht und machen das auf dem Herd nochmals kurz warm. Einfach immer umrühren, ansonsten läuft ihr in Gefahr, dass euch das Ganze anbrennt. Und dann einfach langsam auflösen. Geht mit dem Schwingbesen nicht immer so gut. Kommt immer darauf an, wie heiß das Ganze schon war. Ich nehme für das am liebsten eigentlich einen Holzlöffel. Jetzt sieht man, wie sich das Ganze schön auflöst. Das braucht jetzt ein wenig Geduld, bis sich alles schön aufgelöst hat. So, nun rühren wir den ganzen Rest noch ein wenig fertig ein. Das dauert jetzt immer noch einen kurzen Moment. Einfach immer wieder umrühren, bis sich das Ganze sauber aufgelöst hat. Das sieht nun, fängt schon richtig nice aus. Wir probieren es nachher auch, ob wir noch ein wenig Orangensaft mit reingeben, ob wir es direkt so lassen. In der Regel reicht es, wenn die Orangenschale mit drin ist. Das gibt meistens schon genug ätherische Öle ab, damit man keinen Saft mehr mit dazugeben muss. Jetzt im letzten Schritt ist der Schwingbesen dann ein wenig besser geeignet, um die restlichen Stücke noch mit rein zu rühren. Aber am Anfang ist es einfach zu grob, da ist es fast unmöglich, um es sauber einzurühren. Probieren wir das Ganze ganz kurz einmal im warmen Zustand. Das ist echt lecker. So, nun, wenn das Ganze sich schön aufgelöst haben, können wir das Ganze in ein steriles Glas abfüllen. Dafür müsst ihr einfach das Ganze mit kochend heißem Wasser einmal auffüllen, 5 Minuten stehen lassen und dann ausleeren. Und jetzt können wir das Ganze einfüllen. So, nun noch den Rest mit rein. Das Ganze ist jetzt circa 4 Wochen haltbar verschlossen. Braucht es also vorzu auf. So, so sieht das Ganze nun fertig aus. Ich hoffe, ich konnte euch eine geile Idee mit auf den Weg geben, wie man aus Karamellbonbons auch mal was anderes machen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, haut sie doch unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch gutes Gelingen und bis zum nächsten Mal wieder.